Jo, hallo und herzlich willkommen hier bei Game Story und zur weiteren Folge von Assassin's Creed Revelations. 100% Completion Versuch, den wir gestern angefangen haben. Ich habe noch versucht, diese Performance-Probleme. Ich habe einen Controller angeschlossen. Würdest du ihn bitte erkennen? Nein? Okay. Interessant. Warum er ihn jetzt nicht erkennt. Gestern hat es ja funktioniert. Er ist angeschlossen. Warum erkennt das Spiel das nicht? Warum? Bin dann auf einen relativ hilfreichen Beitrag gestoßen. Auf Reddit und auch auf Steam. Dass man dem Spiel nur einen Chord zuweisen soll, weil es anscheinend mit mehreren nicht wirklich zurechtkommt. Mal schauen. Ich habe jetzt nicht wirklich viel reingespielt. Hieß nur, wenn es abstürzen sollte, dann sollte man noch einen zweiten Chord mit reinnehmen. Aber das soll reichen. Warum geht jetzt der scheiß Controller nicht? Was soll das denn jetzt schon wieder? Okay, was soll das jetzt? Warte mal, vielleicht. Ja, es ist der fucking Controller. Warum? Er nimmt ihn nicht. Warte mal. Aha, okay, gut. Dann halt eben so. Danke. Also aktuell ist nur ein Kern. Es darf nicht behauptet werden, dass das erhabene Konstantinie nur zuschaut. Nur ein Kern nutzt darin. Was zum Henker? Und ich würde mal sagen, wir schauen in eine Mission rein. Wir sollen ja rekrutieren. Habt ihr getrunken? Und vernichten. Habt ihr getrunken? Hier, nimm das. Geht's noch? Halt! Was ist los mit euch? Nö. Brauch selber Geld. Moderne Barmherzigkeit hat viel. Also die sah mal übel aus. Die wird sich so schnell nicht verkaufen. Der Gedanke. Seid ihr ein mitfühlender Mann, Effendim? Könnt ihr mir helfen? Dass ich Obst gestohlen habe, leugne ich nicht. Aber doch nur, weil mein Hunger größer war als mein Gewissen. Bringt mir den Schlüssel für diese Kette. Und es soll sich zehnfach lohnen. Der Wache den Schlüssel per Taschendiebstahl annehmen. Okay. Wartet hier. Natürlich. Status überarbeitet und bitten euch, bei den Kasernen Meldung zu machen, um Zugang zu allen nun erhältlichen Vergünstigungen zu erhalten. Aha, ich sehe schon. Problem.
ganz bei Trost, der Alte. Da werde ich nicht hier reinkommen. Er wird doch jemanden verletzen. Aber die tun ja auch nichts, solange ich nicht. Sieht fast echt aus. Okay. Ah! Aua. Kann ich da schon schwimmen? Nein, ich kann nicht schwimmen. Das sehe ich schon. Doch, ich kann schwimmen. Okay. Aua. Wohin? Na, Karin. Ich sehe ihn. War schon zu weit drin. So. Da scheint aber auf jeden Fall um einiges besser zu laufen. Ich glaube, das war richtig mit dem Chor. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? So. Es ist mir nur den Typen finden. Ihr habt hier nichts zu schaffen. Fort mit euch! Irgendwas an dem Umhang ist so verdammt. Au. Okay, das sind auch welche. Das heißt, er wird wahrscheinlich. Oh, er wird wahrscheinlich noch weiter. Wird wahrscheinlich noch weiter drin sein. Ist er da? Das sind, glaube ich, nur Wachen. Wo ist der denn? Überall sind hier die fucking Wachen. Ich würde meinen, der wäre hier irgendwo. Ich denke, der marschiert auch irgendwo rum. Vielleicht sind es tatsächlich hier die da. Die müssten doch irgendwann noch mal vorbeikommen, oder nicht? Die scheinen ja hier um den Kreis zu gehen, oder nicht? Hallo, guten Tag. Oh, 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 oh. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der Typ? Oh nein, da liegt jemand Totes rum. Wie ist das denn passiert? Wo ist der denn? Ich hab... Jetzt sieht man plötzlich die Spur nicht mehr. Hä?
solche Gewalt. Wir müssen Gottes Zorn. Oh oh. Oh oh. Jetzt weg hier! Und dann muss ich die Drecksarbeit machen. Oh oh oh. Das ist eine elegante Art der Fortbewegung. Noch einer für die Gegend. Kein Zweifel. Noch ein Opfer. Was soll ich? Hat jemand den Mörder gesehen? Komm, reiß die Tücher. Aber der Dieb, warum stehen die so? Der muss fast da irgendwo sein. Die stehen nicht so da, wenn da keiner wäre. Mann. Ist er das hier? Nein. Der hält sich für eine Bergziege. Gäbe es doch ein Wort, das mein Erstaunen beschriebe. Aber hier bin ich ja schon draußen. Warum stehen die denn so? Okay, das ist jetzt echt scheiße. Wo ist der? Aus dem scheint da irgendwo drüben im Darken Fragment zu sein. Schau mal. Wow. Hier, was ist los mit dir? Das. Upsi. Denkst du, wir können den Frieden nur mit Reden bewahren? Oh, ich hab ihn. Weißt du nicht wie? Oh Gott. Hey, ganz aua! Gute ist, man sieht jetzt lustigerweise, wer wo er ist, warum auch immer. Und jetzt sieht man ihn wieder nicht mehr. Oder einfach, oder war es jetzt nur, weil ich zu weit weg war? Wahrscheinlich, weil ich zu weit weg war. Ist das hier? Das Zeichen, wo er ist? Oder was? So, nee, das bin ich, okay. Wo trägt man solche Mäntel? In Isfahan? Da ist er. Okay. Die Frage ist, wie kann ich ihm am besten den abnehmen? Jetzt hat. Komm. Hallo? Ich hab's geschafft, alles andere ist egal. Kein Gefühl für Sitte und Anstand. Glaubst du, du kannst durch die Wand gehen, Pichere? Ja. Das glaube ich. Ergreift den Bann! Ein
Mörder. Wache! Ich schwebe in Lebensgefahr! Etwas antun. Ihr beschämt mich, Effendi. Ich kehre zu dem Mann zurück, den ich bestahl, und erweise ihm dieselbe Güte. Denkt darüber nach, euch uns anzuschließen, Amico. Sobald euer Gewissen beruhigt ist. Ein ehrlicher Mann braucht eine ehrliche Arbeit. Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank. Was eigentlich nur die Karte aufrufen? So, hier müsste man Templerfeste einnehmen. Machen wir das mal. Upsi. Warum schlägst du ihn? Ah, hab ich dich. Das ist genau das, was ich nicht machen wollte. Ja, und er ist weg. Jetzt müssen wir erst mal wieder warten. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Ich muss meinen Onkel besuchen. Qualvollen Fählungstod zu sterben. Also helft uns, sie zu finden. Wo ist das Problem? Oh, verzeiht. Ich bin euch im Weg. Ich gehe. Yakshamla. Hier rüber. Yep.
er das sehen könnte. Na, das ist aber wirklich mal drei. Pass bloß auf damit. Hier erfahrt ihr Heilung. Die Neus hier scheint ein möglicher Patient zu sein. Zu mir, wenn der Arm schwarz ist. Nicht ganz bei Trost, der Alte. Mehrere Monate geschlossen, um die Fundamente zu reparieren. Aufhören! Nieder mit dir! Die Wache! Ihr seid doch hier. Nieder mit den Tyrannen! Nee, dann hast du ja genug Erfahrung gesammelt, um Anführer einer der Festen zu werden. Festen Anführer können zum Rang des Meisters gehen, nachdem sie einzigartige Missionen erfüllt haben. Je weiter sind sie im Verpennen des jeweiligen Festes zugewiesen, werden sie erst sorgfältig. Ja. Okay. Wieso können wir über eine fertige Pokémon in diesem Bezug lassen Sie den Bericht erstatten? Mindestens ein Assassinensignal einsetzen. Okay. Mentor, wir haben ein Problem. Sehr viele Assassinen sind in den letzten Monaten verschwunden und ich ahne auch warum. Verschwunden? Meint ihr, sie wurden getötet? Ich fürchte ja. Ich habe keine Zeit, es zu erklären. Versteckt euch im Park westlich von hier und wartet auf meine Ankunft. Dann werdet ihr selbst sehen. Heilungsdienste, kommt und gesund. Oh, na gut. Das Assassinen-Signal habe ich schon mal eingesetzt. Zumindest das erste.
Santini. Er bietet interessante Rabatte auf Großbestellungen, Gratisänderungen vor Ort und eine berühmte Lieferung. Ein echter Athlet. Ja, was ist Junge! Manchmal ist er einfach nur lebensmüde. Wer könnte einem solchen Mann entkommen? Schärft eure Sinne. Hier droht eine Gefahr, die ich nicht verstehe. Ihr haltet Wache. Ich sehe mich mal um. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Folgt diesem Mann! Nur ein schuldiger Mann rennt so schnell davon! An, um zu kämpfen! Er ist auf jeden Fall ein bisschen schnell. Ist schwer. Dieser Mann, sein Name ist Wally, er war einst ein Assassine. Er hat offenbar Talent und eine Rechnung zu begleichen. Evett, bis der Mann gefasst oder getötet wird, kann sich keiner von uns in dieser Stadt sicher fühlen. Und bis ihr richtig geübt seid, werde ich euch nicht in den Kampf gegen einen so tödlichen Gegner entsenden. Konzentrieren wir uns weiter auf die Verbesserung eurer Fähigkeiten. Yeah, 100%. Und jetzt können wir sie entsenden. Bei der Mitzerren Verleihung können sie Assassinen auf Missionen in Städte der Mittelmeerregion entsenden. Sie können den Templern schaden, indem sie diese Städte von ihrem Einfluss befreien. Wenn der Stadt der Templer zurückkommt, würden die Assassinen dort eine ständige Vertretung ein. Dadurch werden sie weitergeguckt. Ja, Bursa ist aktuell die einzige, der kleine Prinz. Sultan Beisitz Dritter und nichts nutzt sich der Sohnskorkut wurde von Templern geführt und wird nur in den Börse gefangen gehalten, ein bisschen eine Gruppe von Assassinen, um alle Templer zu eliminieren und den Prinz zu retten. 100%. Wäre ich mit ihm hier, warum kann ich ihn nicht einsetzen? Nein. Upsi, das war's auch nicht. Nötig.
zweiter Rang. Eine Patientin wurde angeworben. Assassinen-Signal von ihm, neuer Rekrut. Ja, weil er ist ja nirgendwo. Könnte ich doch normalerweise jetzt auch. Ach so, es war bloß Test. Okay. Ich glaube, der alleine wird da nicht. Wir brauchen etwas einfacheres erstmal. Eine 2-Sterne-Aufgabe vielleicht. 59. Haben wir auch irgendwo eine 1-Sterne-Aufgabe? Ist mir doch ein bisschen zu wenig. Sonst muss ich den mit in eine andere Mission mal schicken. Ah, 100%. Hier. Okay. Wenn die Tempelfesten erobern, können sie zusätzliche Rekruten. Okay. Da ist eine Bank, da gehen wir mal schnell hin, weil. Genau. Der Banktresor dürfte jetzt bald voll sein. Der Hauptmann sagt dir doch. Ja, ist so bescheid. So etwas habe ich noch nie gesehen. Den kenne ich doch. So. Fortuna unseren gemeinsamen Geschäften Holz sein. Okay. Wir dürfen inzwischen genug Geld haben, um den zumindest zu kaufen. Etwas Wohltätigkeit lindert die Qual, die ich erleide. Für einen kurzen Moment. Über Gewalt und Einschüchterungen, die von einer Erweckungssekte begangen werden. Diese Halunken. Bauern haben hier oben nichts vor. Was treibt der da? Der Kerl dort kommt mir bekannt vor. Der ein pflichtbewusster Prinz und Gouverneur von Trakt. In der Gegend gesichtet wurde. Die Worte Habt ihr den Verstand verloren? Verschwindet von hier! Al-Rassis gesammelte Weisheiten der... Ach je, die sind teuer. Shit. Aber ich brauche sie, weil dann finde ich die Karten schneller. Also die Schatzkarte sind erst einmal das Wichtigste. Exzellent. Äußerst befriedigend. Um die ihn gleich mal zu finden. Ich schätze, gleich mal zu finden. Ja. Nächste Mission ist da. Der hält sich für eine Bergziege. Wenn meine Tante Funde das sehen könnte. Ist wohl ausgebrochen.
nicht alle beisammen? Bitte akzeptiert meine Entschuldigung. Nein, so ein erfülltes und aufregendes Leben. Gibt es Schäden? Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn in Stand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Likle. Nun, wie versprochen, falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen. Ich zeig's euch. Nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und peng, das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? Euer Gesichtsausdruck. Hier, ich zeig's euch. Deswegen haben die Kontrolle über die Feste nördlichen kaiserlichen Bezirke übernommen und Yusuf ist beruhigt. Bringen Sie mehr über die Bombenherstellung in Erfahrung, bevor sie gehen. So, das ist die Datenbank, okay. Unsere Bomben bestehen aus drei Bestandteilen. Der Hülse, dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu, aus Spaß. Doch dazu kommen wir später. Zunächst konzentrieren wir uns nur darauf. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Nein. Ein Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug von Niccolo Polo. Marcos Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masyaf. Es erwähnt die fünf Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Niccolo versteckte sie in der Stadt.
Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Einen fanden sie schon. Unter Top Kapi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also, wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich. Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazaar. Er kann euch die Richtung weisen. Und euch ein paar mehr Bombenrezepte beibringen, falls euch danach ist. Bombenhersteller. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Oh, Vater, bist du das? Ja, ja, ich eile dich. Ihr seid doch Tiere. Dafür sollst du zahlen! Genug Geld. Ja, ja. Piri Reis, ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis, hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sie, er sagte, ihr könntet mir den Standort von Niccolo Polos Handelsposten zeigen. Ah, ihr müsst dieser Floranzali sein, über den er ständig jammert. Lothario? Ezio. Das klingt doch alles gleich. Ja, die alte Polo-Faktorei. Westlich der Hagia Sophia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit beurlaubt im Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf, falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Seit 10 Monaten arbeite ich an einer neuen Karte für Bayezid. Doch er ist alt und ich ein Perfektionist. Vielleicht weiß der nächste Sultan meine Arbeit zu schätzen. Nun, wie kann ich helfen, Ezio? Rauchsignalbomben. Wie funktionieren die? Ihr kennt sicher das alte Sprichwort. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Die Bomben spielen mit dieser Idee. Sie erzeugen eine dichte Qualmwolke, damit die Stadtwache glaubt, es brennt irgendwo. Diese Bomben sind leise. Es werden also nur die angelockt, die den Qualm sehen. Raffiniert. Ich werde es probieren. Resynchronisation, niemand außer den Zielen töten. Why? Hä?
Was? Ihr habt doch genau das gemacht. Willst du mich jetzt verarschen? Was? Ich soll sie doch hierher werfen, oder nicht? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Nein, am besten nicht. Was treibt ein Mann dazu, sich so... na klar, es geht um Frauen. Habe ich sie nicht mittig genug geworfen? Ich auch. So aus dem Gebiet für die. In dem Alter? Wie macht er das nur? Guten Tag. Freunde, seid gewarnt. Sie töten nur aus Spaß. Wo will er so schwer bewahren? Der Sultan, möge er ewig leben, hat in seiner außerordentlichen Weisheit entschieden, eine Schekiraspora zu machen. Das ist ein Schwarzmarkt, okay. Jetzt müsste jetzt hier, irgendwo muss es hier ein Ding geben. Einen Turm. Oder natürlich das hier. Schau mal, das mit der Flaffeste einnehmen. Ich hoffe, diesmal kriege ich es auch mal hin. Hier ist ein bisschen was los. Der hat bestimmt eine von diesen Pfeifen geraucht. Au. Welch komische Vorstellung. Der konnte mich doch gar nicht sehen. Flüchtet der jetzt schon? Bin nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Au. Danke, das war sehr nett von ihm. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der jetzt davonläuft oder ob der noch da ist. Komische Kleidung. Bestimmt ein Franzos. Wo habe ich den schon mal gesehen? Hey, hier der Mantel. Kommt her. Okay. Hey, lass ihn nicht entkommen. Ha, fasst ihn. Also noch ist er da. Nein, 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 nicht mit mir. Oh. Ah. Jawohl, ich hab ihn erwischt. Okay, na immerhin, ich hab ihn erwischt. Das ist gut. So, und jetzt müssen wir da rauf. Okay.
den Mann nur. Hey, ich will mit euch reden. Das macht doch. Die Zutaten nimmt jeder als geschäftsfrei. Okay. 8 Minuten. Ah. Mach das mal. Den neuen Assassinen. Das machen wir gleich mal. Auf jeden Fall gebrauchen. Die Armbrust auf jeden Fall auch nicht verkehrt, aber natürlich habe ich wieder kein Geld, ne? Was macht ihr denn da? Keine Ahnung, was macht ihr denn da? Ach, den musste ich gar nicht töten? Ich dachte, ich muss sie töten. Als hättet ihr eine ziemlich hohe Meinung von euch selbst. Aber ich halte euch für einen erbärmlichen Jammerer. Was haltet ihr davon, Altschack? Ja, hat jetzt ja, zeigen Sie ihm die Wahlbedeutung des Wortes Demütigung. Hätte ich euch etwas zu sagen, Amico, wendete ich mich an eure Mutter. Wie könnt ihr es wagen? Das klären wir sofort. Okay. Belästigt niemanden mehr. Wow. Überraschungsangriff. Ist das euer Ernst? Ihr seid drauf reingefallen, alter Mann. Du hast mich nicht mal einmal getroffen. Was nennst du Überraschungsangriff? Schämt euch nicht noch mehr. Ich bin die Faust von Konstantinia. Habt ihr noch nicht genug? Du hast es jetzt.
auf Unentschieden, gut? Ihr seid ein wahrer Kämpfer. So wie ihr, wenn auch etwas waghalsig. Wie wäre es, wenn ihr eure Fäuste für die Sache der Assassinen sprechen ließet? Ihr meint, für eine Sache kämpfen? Und nicht nur zum Spaß? Ich bin sicher, es wird euch trotzdem Spaß machen. Evet, das glaube ich auch, Effendim. Abgemacht. Wir haben jetzt einen neuen Rekruten. Jawohl. Okay. Jetzt hast du mich auf Desktop geschmissen. Warum auch immer. Ist jetzt schon wieder los.
wirken Assassinen nur aus den niedersten Beweggründen handeln. Ich würde gerne den nicht mehr anvisieren. Danke. Blühende Landschaften haben sie. Bis diese ruchlosen Verbrecher den Tod am Galgen gefunden haben, wird niemand in dieser Stadt Frieden finden. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja gut. Das war nicht schlecht. Oh oh. Das ist er anscheinend auch nicht. Oh. Aber das scheint zumindest die Spur von ihm zu sein. Ja, wir haben ihn. Scheiße! Jawohl! Ich habe ihn aber wo ist denn der Turm? So, der Turm und der Ding. Dasselbe. Okay. Glaube ich. Ja, hier. Sehr interessant. Aber warum? Nein.
Ein Taschendieb hat sich heute einen Spaß erlaubt. Sprechen Sie mit ihr. Ja, ich mein, da. Versucht nicht, alles Geld auf einmal auszugeben. Von welchem Geld sprecht ihr? Signora, ich erkenne einen Taschendieb, wenn ich ihn sehe. Eure Technik ist gut, aber nicht perfekt. Es geht. Bis zum heutigen Tag wurde ich nie erwischt oder verdächtigt. Ich zeige euch ein paar Kniffe. Ich brauche keinen Lehrer, das kann ich beweisen. Gebt mir eine Minute und ich stehle mehr als ihr an einem ganzen Tag. Ben, fangt an. Nicht so schnell, frecher Dieb! Schande! Dafür sollst du zahlen! Schande! Vergiss es einfach! Mach, dass du wegkommst! War ich schon zu weit weg? Oder habe ich schon alles? Habe ich schon? Ich glaube, ich habe schon. Verfluchte Geizhälse! Hat denn heute keiner irgendwelche Münzen dabei? Nun, meine Beute war recht gut. Habt ihr euren freien Tag? Bevormundet mich nicht. Ich bin eine gute Diebin. Ihr habt es selbst gesehen. Das stimmt. Und ich wäre erfreut, wenn ihr euch den Assassinen anschließt und euer Talent sinnvoll einsetzt. Das könnte ich tun, ja? Ich kann nicht ewig von den Früchten anderer leben. Das gleich nochmal. Ich versuche da hinzukommen, aber. Was weißt du darüber? Dein Tote. Ihr seid nicht allein, Arkadashim. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Bei euch sieht das immer so leicht aus. Zum Teil gehen die Assassinen-Dinger so schnell wieder weg. Was ist denn hier nur so vor, oder sind die...
Stufe 6. Stufe 5. Und das Assassinen-Signal wurde verliehen. Eine potenzielle Anzeige. Bla 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 bla. Einmal das. 112% 100%. Zerlegt und ersetzt aktuelle Ablenkungsbomben. Ach so. Wusstet ihr, dass auf den Karten der frühen Christen der Osten oben war? Sie dachten, der Himmel läge in dieser Richtung, noch hinter China, weil dort jeden Morgen die Sonne erscheint. Wie schön einfach, oder nicht? Das Jenseits auf Erden, Glassphären im Himmel und die Erde als Zentrum des Universums. Ha! Was für eine Pferdepisse. Aber ihr kommt nicht, um zu philosophieren. Wonach steht euch der Sinn? Ich brauche eine einfache und doch effektive Ablenkung. Dann ist diese Bombe das Richtige. Sie macht einen lauten Knall und lockt damit alle Soldaten in Hörweite an. Viel Spaß. Ja, sie will die Kisch. Köderbombe eingesetzt, mit dem sie den verwundeten Assassinen helfen, um weg zu entkommen. Mindestens zwei Konflikte zwischen unterschiedlichen Wachen beider Fraktionen auslösen. Ach, die Sonne, ey. Muss aber noch. Ich muss aber noch irgendwie versuchen, einen Konflikt zwischen den beiden zu. Provozieren. Das scheint mir da eventuell gut zu funktionieren. Eventuell. Ja, warum geht denn jetzt die... Wo sind die Schützen, verdammt? Ach, wir schnappen ihn auch so.
Au. Wie lange noch, bis du müde bist, alter Mann? Ergreif den Bast. Na? Niemand ist sicher. Als nächstes holen sie mich. Ist das ein Rennen oder sowas? Ach, die schon wieder. Das war der, oh, das war der Boss. What the fuck? Das war Zufall. Was für ein fucking Zufall. Ah. Hallo, ich hab gedrückt. Aber, okay, der scheint mir echt nervig zu sein. Alter. Was zur? Hallo. Na toll, jetzt wurde der eine Assassine getötet. Toll. What the fuck, ey? Mein Gott, kämpf doch mit der Waffe. Danke. Wow. Alter, wo kommen denn die alle her? Alter! Mann! Jetzt fuck nochmal! Alter! Was zum Teufel ist hier los? Ich kann diese scheiß Wichser nicht abblocken. Oh Mann, ey, leck mich doch am Arsch. Was war das denn jetzt?
Ach, da oben ist ein Fragment, habe ich gerade gesehen. Effendim. Ich werde euch nicht verraten. Oh, das hoffe ich doch. Vergebt mir meine dreiste Vorstellung, aber ich bin selbst Assassine in der Ausbildung. Ich bin stark, schnell und habe Schlag bei den Damen. Ein guter Anfang. Wie wäre es mit einem Rennen, hä? Ich beweise es euch. Sagen wir bis zu diesem Punkt ab? Oh, okay. Nun, ich habe wohl einen Moment. Also gut, los! Wohin denn? Okay. Ah. Ich sagte, ich bin gut. Warum? Ich sehe bisher nicht, was du tust. Ich hasse Rennen. Er ist nun wirklich nicht so gut. Warum läufst du denn nach unten? Du, mein Gott, bist du ein blöder Vollidiot. Anstatt... gute Vorstellung. Sieht fast echt aus. Ja, so kann man sich das Ganze natürlich wieder verspielen. Jetzt nimm den Punkt, du Vollidiot. Sag mal, spinnst du? Das ist doch nicht euer Scheißernst. Gott, das ist so. Das. Manchmal denkt man sich einfach nur, was soll der Scheiß? Achso. Ich sagte, ich bin gut. Es geht gleich weiter. Jetzt geht's los. Habt ihr das gesehen? Wie soll ich's denn sehen, wenn ich vor dir bin? Ja, jetzt kannst du dich plötzlich festhalten. Wow. Du bist der Wahnsinn. Er wird seine Gründe haben. Das Böse. Ihr seid gut, alter Mann. Aber ihr seid auch nicht untalentiert. German, wer ist das? Ah, Ella, komm. Das ist mein neuer Mentor. Ich sagte doch, dass ich Assassine bin, meine Liebe. Und du hast mir nicht geglaubt. Merhaba, Effendim. Wir schnappen nur frische Luft, Ella, und diskutieren Taktiken und sowas, oder? Nein. Wir sprachen darüber, wann eure Ausbildung beginnt. Bei Sonnenaufgang. Jeden Tag. Am Galataturm. Verstanden? Evid. Natürlich, Mentor. Guter Gott, Oma! Ach, ich sehe ihn. Ich hab...
Ja, die Hälfte der Aussichtspunkte habe ich schon. Yippie-yay-yay. Stern am Himmel. Was? Abgeschlossen, Erfolg abgeschlossen, ist eine Stufe 8, Stufe 8, Stufe 7, Stufe 5. Okay. Wie lange dauert das denn übrige Zeit? Unbekannt. Ach, vielleicht hängt es irgendwie mit einer Hauptmission zusammen. Nein, das ist doch nicht die Zivilisten töten. Ein Assassine. Ja, aber es scheint echt mit nur einem Kern sehr gut zu funktionieren. Tja. Das haben so die alten Spiele an sich.
Mission. Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rhodos, nicht? Sie. Woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator. Kennen wir uns? Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Magnus, was der Pullerbrüder konnte, sagt ihr, ob er meiste Schlüssel versteckt sein. Noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galata. Altrettanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von hier vertrieben. Ich lebte mit meinen Eltern hier, als ich klein war. Der Krieg vertrieb uns. Aber ich wusste immer, dass ich zurückkehre. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Mio Dio! Wo kommt das her? Incredibile! Wo führt das hin? Finden wir es heraus. Wer seid ihr, Messere? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Oh, che presuntuoso. A presto, Sophia. Ich komme bald zurück. Yeah. Wie bist du hier? Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Zurück auf eure Posten, Agiertes! Was muss ich machen? Nicht entdeckt werden. Das ist... es gibt zwei Arten. Das oder... Was noch schlimmer ist, es in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Nicht entdeckt werden... das ist halt einfach eine Sache. Da muss man halt einfach aufpassen. Ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Hier kann ich sogar Bomben machen. Oh Mann. Okay. Tür auf und nicht auf deine Füße. Okay. Scheiße, das war
Okay, ich wollte eigentlich nicht schießen, aber es hat funktioniert. Lustigerweise. Ich wollte eigentlich einen Giftpfeil abschießen. Dass das niemand gehört hat, ist ein kleines Wunder, aber ich nehme es gerne. Ich nehme es gerne hin. Warte mal, lass mich mal lieber. Ich will lieber da in die Richtung gehen. Okay, es klappt sogar. Okay, perfekt. Ich habe den Schlüssel erhalten, einfach durch das, dass ich den umgebracht habe. Geile Sache. Ah, okay. Finde ich gut. Ich musste nicht mal plündern. Problem ist jetzt natürlich, dahin zu kommen. Habe ich den... Okay, ich glaube, ich habe den nicht erwischt. Oh, oh. Nein, ich habe ihn nicht erwischt. Wow. Oh Mann. Okay. Ja, darüber zu kommen wird ein bisschen nervig werden. So, den hab ich. Vielleicht mit einer Nebelbombe? Hm. Wenn es nur noch die beiden sein sollten. Ah, da hinten ist auch noch jemand. Okay. Jetzt kommen mehrere noch. Das von sind auch zwei. Okay. Okay, 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 okay. Jetzt ein Problem. Ich könnte darüber springen.
dann bin ich eigentlich hinter ihnen. Okay. Gut. Niemand gehört. Einfach weg. Okay. Ich bin es leid hier unten. Fürwahr. 8 Stunden in diesem Dreck. Ab ist Teflon. Ihr Großmeister hat seine Gründe. Ich wünschte nur, ich würde sie kennen. Warte mal, bekommt genügend Sachen für Bomben. Ich nutze sie nur nie. Woran das wohl liegen mag. Ah, mal schauen. Ich finde, die Giftpfeile sind halt immer noch alle effektivsten. Wegen der Sache eben, dass sie gut effektiv sind. Ups, nein, so, nein, Ezio. Nein, 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 darüber. Genau, so. Dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern. Ah, da kann ich mich noch gut dran erinnern, das hier. Ah. Weißt du, da hatte ich echt Probleme. Frage ist, ob der jetzt dadurch, dass der da tot, dass der Tote da ist, ob der jetzt rüberkommen könnte? Nein, tut er nicht. Ah. Okay. Weiß nicht, wie weit es mit dem Schuss, wie weit man den Schuss hören könnte. Das ist halt die Frage. War denn das mit den Messern? Waren die sofort tödlich? Ich glaube nicht. Nein, der andere. Bitte nein. Er hier. Ja. Okay. Okay, er hat es nicht gehört, sondern er sieht's. Das ist okay. Stapeln sich hier die Leichen. Tretet vor, wenn ihr etwas gesehen habt. Ja, du fragst dich nicht, wieso sich diese Leichen hier stapeln. Oh shit. So soll es natürlich nicht sein. Ja, komm. Noch ein bisschen weiter, komm. Ich bin da. Und jetzt geht. Genau so. Ja. Und jetzt geht. Hast du zufällig Gift dabei oder so? Medizin. Oh, Gift. Sehr gut. Gift ist super. Gift ist immer gut. Es sind 2. Okay. Da wäre es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt.
Pferd. Den einen. Zu vergiften. Er schießt doch. Okay, erwischt. Ah, nochmal Gift, sehr gut. Ich finde das so geil, wie sie daneben stehen und sagen, ach, okay, rot, warum auch nicht? Ah, die Logik, ey. Ehrlich. Da frage ich mich halt, für was soll ich denn bitte die Bomben einsetzen? Wenn ich eh alle abknallen kann, ohne dass es irgendjemanden stört. Ich meine, der Hall ist ja nicht groß, ne? Nein, nein, der Hall ist völlig normal. Da ist niemand. Ich glaube, hier oben ist jemand, aber der interessiert mich aktuell noch nicht wirklich. Denn wir sind jetzt direkt dran. Da oben ist halt einer. Sind jetzt alle im zweiten Stock. Okay. Schauen wir mal, dass wir in den zweiten Stock kommen. Oder unten durchgehen. Ah, hier geht's nach oben. Ah. Ich könnte eventuell, wenn ich Glück habe. Ja. Ich hab den Schlüssel wiedererhalten, einfach so. Aber da drüber zu kommen. Ist das Wasser? Das ist Wasser, oder? Ja, easy. Easy. Ist noch jemand außer uns. Halte die Augen offen und die Fäuste bereit. Hab ihn. Eliminieren Sie den Templer, Hauptmann. Bis jetzt habe ich ja noch. Bin hier noch unentdeckt geblieben. Ja. Was das angeht. Verdammt, ich kann ihn nicht anvisieren von hier aus. Das ist schade.
Das wäre jetzt perfekt gewesen. Aber nee, von hier aus nicht. Nee. Soll ich jetzt hier runter? Was war das? Oh oh. Oh 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, shit. Das war jetzt knapp, ey. Alter. Shit, 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 nein, 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 nein. Alter, könnt ihr mal bitte weggehen? Oh, das ist zu viel los. Bleibt ihr jetzt hier auf ewig oder wie? Ich glaube, die stecken in so einem. Ah, nee, okay, geht weg. Das ist der eine. So, jetzt haben wir den nächsten erwischt. So, oh, okay. Ich bin wieder weg. Ich will nichts damit zu tun haben. Nehmen wir den auch gleich noch mit. Okay, das sieht doch jetzt ganz gut aus. Massenvergiftung. Hat einiges bewirkt. Oh Gott, dahinter steht direkt einer. Fuck! What the? Oh mein Gott. Der steht halt einfach nur da. Muss auf jeden Fall weg. Und jetzt ist es auch. Ups. Okay. Was ist denn der? Also,
Scheiße, ich habe die hier erwischt von das. Huck. Egal. Das kriegen wir schon noch hin. Der steht doch jetzt an einer ganz beschissenen Stelle. Ich glaube, wir haben es geschafft. Yeah. Salve, Ezio. Ihr wart lange fort. Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte. Mio Dio, che meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern. Wahre Schätze. Einige dieser Bücher sind seit 1000 Jahren verschollen. Niccolò Polo versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Ihr interessiert mich langsam ein wenig. Soweit ich das sehe, brauche ich diese drei Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia, könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden. Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. Sagte, ihr wärt vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altairs Schlüssel. Ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier. Sie, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar, den Söldnern beim Arsenal und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Ja,
Ja, das hatte ich vorher schon mal benutzt. Ist ja nicht so. Als hätte ich die nicht schon benutzt. U5000 im Banktresor. Ich habe jetzt schon auch von der Mission her so viel, dass ich jetzt mal anfangen sollte, ein bisschen auszubauen. Mal die Assassinen auch mal zu Hilfe rufen, ist nie verkehrt. Das muss irgendwie unterhalb sein. Ah, okay. Ah. Ah, habe ich schon alle Schatzkarten, wie schön. Und schon ist weg. Fuck, Mann. Ich hasse das. Ich hasse das. Okay, das sind einige Assassinen. Oh, eine Meister-Assassinen-Mission. Die sollten wir auf jeden Fall machen. Tod oder ein Kämpfen?
Ja, wie Siege. Tritt sie ein Rennen gegen ihren Rekruten an. Das Rennen gegen ihren Rekruten gewinnen. Ach nö. Mentor, es heißt, ihr hättet noch den Elan und die Stärke eines 20-Jährigen. Ich halte mich in Form. Wie wäre es mit einem Rennen? Das wäre eine gute Übung. Fangt an und ich folge euch. Boden habe ich damit kein Problem. Ja. Und schon ist es keins mehr auf dem Boden. Achso, es war schon. Ja, doch, es war noch nicht. Ah, okay. Was? Okay. Aber ich habe das Missionare Optionales geschafft. Dieser Templer führt etwas im Schilde. Wir sollten ihm folgen. Nicht entkommen. Ich kümmere mich darum, Mentor. Was treibt denn? Warum? Das hat er, weiß ich, Mentor. Es muss dem Visier gehören, den er beraubte. Ihr kümmert euch um die Leiche. Ich bringe das Dokument zurück. What the fuck? Natürlich darf ich keine Zivilisten töten, aber komm schon. Der Typ ist einfach auf mich. Sollst du dich nicht um die Leiche kümmern? Ich glaube, das gehört euch. Ihr habt mir eine schwere Demütigung vor der Hohen Pforte erspart. Ab Dank, Effendim. Und das ist der Assassine, der euch heute beistand? Genießt den Rest eures Tages. Das ist ungewöhnlich. Ist denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Meine Geduld hat Grenzen. Bam, bam, bam. Hey! Sehr gut. Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt, schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden in unruhigen Zeiten. Ihr seid eine Inspiration, Effendim. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. Sehr schön. Oh, eine Bank wäre echt nicht verkehrt aktuell. Eine Bank. Ach du Schreck, gewarnt, deine Steuern zu zahlen.
verhindern. Kämpft für eine ehrenvolle Sache, Arkadashim. Nicht nur ums Überleben. Wenn ich anderen helfen kann, so wie ihr mir helft, dann könnt ihr auf mich zählen. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt genug Geld habe, um die Bank aufzumachen. Wahrscheinlich nicht. Genau. Ich könnte ein paar Sachen verkaufen, eventuell. Achso, der verkauft nur Sachen. Ich bin in der akzeptiert meine Entschuldigung. Nein! Au! Wohl ausgebrochen. Macht nur weiter. Also, mir fehlen einfach die Worte. Irgendwo wirklich auf da vielleicht. Ah, das sieht doch gut aus.
beiden Schätze da hinten. Also die sah mal übel aus. Die wird sich so schnell nicht verkaufen können. Ich war das verdammt. Sag, hast du Durst? Wir könnten das. Früher oder später läufst du in eine Sackgasse, mein Freund. Wahrscheinlich nicht. Jetzt sollte ich genug Geld haben für die Bank. Armbrust ist scheiße teuer, okay. Steht mir nicht im Weg. Elende
So, jetzt noch schnell ein paar Missionen verteilen und dann... geht's auch schon Richtung Streamende. Denn es ist ja danach noch Yippie-Yay, Emergency Police dran. Hier. Das auch, aber vielleicht. Nein. Ist nicht wirklich möglich damit. Der eine allein mit 100% schafft es auch. Eben so. Okay. Ja. Gespeichert haben müsste er ja.
Jay. So. Bum, 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 bum. Haben wir da. So, dann gibt es ein kleines Päuschen von, ich sag mal so, circa einer Viertelstunde. Und dann legen wir los mit mit Emergency Police und wahrscheinlich dann auch mit dem Finale davon. Denn es sind, glaube ich, nur noch 3 Missionen. Also wenn jetzt nicht alles komplett abfuckt, dann werden wir das schaffen. Ja, genau. Also, für alle, die dann dabei sein sollten, das Gleiche. Und für alle, die nicht mehr dabei sein sollten oder natürlich auch YouTube-Zuschauer, sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem meiner Streams oder im anderen YouTube-Video wieder. Bis dahin noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.